So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich heute ein bisschen ungeschminkt und fertig, weil ich noch was mit euch vorhab. Und zwar wollte ich euch mal hier die Keraflex-Behandlung vorstellen. Ich muss mal gucken, wie lange mein Speicher noch mitmacht. Ja, das ist ja quasi wie eine Olaplex-Behandlung. Den genauen Unterschied kenne ich tatsächlich nicht, wirkt aber genauso gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich kann euch auch mal zeigen, was da drin ist. Hier sind drei Flaschen drin. Und zwar ist das hier einmal die Stärkung. Das gibt es zweimal. Das ist Step 2. Und hier ist Step 1 der Schutz. Ja, keine Ahnung, kann ich nicht viel mit anfangen. Auf jeden Fall mischt man im Verhältnis 1 zu 7. Also das im ersten, das ist hier Step 1, das ist Step 2. Step 1 im Verhältnis 1 zu 7 wiege ich immer auf der Küchenwaage ab. Können wir gerne schon mal zusammen machen. Ich will es unbedingt in meine Haare reinschmieren nachher noch. Und euch auf jeden Fall das Ergebnis zeigen. Auf jeden Fall, keine Ahnung, wenn ich jetzt 7 Gramm davon habe, dann muss ich 7-fach zu viel von diesem Zeug nehmen. Deswegen sind hier auch 2 Buddeln dabei. So, und ihr seht ja meine Haare. Ich zeige euch die mal vorher. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also die sind aktuell richtig, richtig strohig, wie ihr seht. Auch von diesem Zopf jetzt und ja, verklettet und. Und ja, ich hole mal die Küchenwaage, mische das schon mal zusammen und dann bis gleich. So, da ich recht lange Haare habe, mache ich jetzt mal 10 Gramm davon rein, von dem Step 1. Na, 1 Gramm noch, kriegen wir es hin. So, 10. Und dann müssten wir 70 davon machen. Also ich mache das jetzt so, dass wir einfach auf 80 kommen. So, perfekt. Das rühre ich jetzt einfach nur durch und schmier mir das jetzt in mein trockenes Haar. So, auf geht's. Ich verteile das wirklich von der Kopfhaut überall runter. Mach das gleich mit den Händen einfach. Am besten mit Handschuhen. Ich bin da immer nicht so, aber ja, dass es überall ankommt. Laut Verpackung steht, da soll man das 10 Minuten einwirken lassen. Ich mache es meistens länger und spüle das dann einfach nur aus. Und ich hoffe, ich habe dann noch genug Akku, euch das Ergebnis nachher zu zeigen. Was auch wichtig ist, ich mache das gleich mit Frischhaltefolie immer. Da steht immer, man soll das mit einer Climatization machen. Habe ich natürlich nicht. Ich bin ja kein Friseur. Aber wenn man das in Frischhaltefolie einwickelt, geht das auch eigentlich ganz gut. So, ich mache das mal eben fertig und melde mich gleich. So, ich nehme die jetzt so, die Haare. So, lege die auf den Kopf. Nehme hier meine Frischhaltefolie und wickel mir da einen richtigen Turban. So, zack. So, das alles irgendwie festsitzt und die Haare aber nicht so liegen, dass sie irgendwie groß abbrechen können, und lasse das jetzt einwirken. Ich mache es meistens so eine halbe Stunde und ja, ich zeige euch wahrscheinlich heute Abend dann das Ergebnis. Ich muss mal gucken mit der Kleinen, die wird bestimmt bald wach. Ja, wie gesagt, wenn sie wach ist, essen wir erstmal und so. Dann wasche ich es aus, wenn es passt, und dann seht ihr das Ergebnis. Und Leute, bisher hat es immer so gut funktioniert. Meine Haare fühlten sich an wie neugeboren. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall später. So, da die Kleine jetzt gerade noch schläft und so schön schläft und ich die Zeit habe, wasche ich das jetzt schon mal aus. Mache einfach hier mal meinen Umhang ab und wasche es einfach nur mit Wasser aus, also ohne Shampoo. Steht eigentlich auch nichts bei, aber ich mache es immer ohne Shampoo. So, was ich euch schon mal zeigen wollte, ich bin noch pitschnass, habe sie nicht ins Handtuch gepackt, aber ihr habt gesehen, wie verklettet die waren, ne? Ich habe sie nicht gekämmt, ich habe sie wirklich gerade nur abgespült. Ich kann es noch nicht filmen, sonst landet mein Handy im Wasser. Und ich kann jetzt so leicht da durchfahren. Ich will jetzt hier nicht so spritzen, weil die Haare sind noch pitschnass. Seht ihr das? Und normalerweise, wenn ich ungekämmt meine Haare wasche, ist es definitiv nicht so. Die fühlen sich so weich an. Also ja, ich lasse das jetzt nochmal trocknen. Mit dem Föhn geht jetzt leider nicht, da die Kleine schläft. Aber ich zeige euch am Ende des Tages spätestens nochmal das Endergebnis. Aber das hier meine ich, ne? Schaut mal, man kommt so leicht durch und eben war alles noch verklettert. Ich hatte einen Dutt. Wenn ich einen Dutt habe, ist bei mir eigentlich die Vollkatastrophe. Und ja, das ist echt meine Rettung. So, ich mache mir jetzt ein Handtuch auf den Kopf, ne? Die
sehe auch schon richtig gut aus. So, lassen wir das. Wir sehen uns später nochmal und ja. So, ich mache die jetzt erstmal so und lasse sie dann nachher einfach Luft trocknen. Muss jetzt erstmal das Chaos beseitigen und ja. Ich werde auch nachher, wenn ich euch das zeige, nichts in die Haare geben. Ne? Also das wollte ich nochmal vorher erwähnt haben, damit ich das nachher nicht vergesse. So Leute, bevor es jetzt ganz dunkel wird, wollte ich euch nochmal meine Haare zeigen. Also, die fühlen sich einfach so, so viel besser an. Ging so leicht gerade zu kämmen. Ich habe sie halt Luft trocknen lassen, deswegen ganz glatt sind sie nicht. Ich überlege gerade nochmal zum Spiegel zu gehen, ob man es besser sieht. Aber merkt ihr das? Ich kann da so easy durchgehen und sonst ist das eine riesen Katastrophe. Also vom Feeling auf jeden Fall besser, dass die Spitzen kaputt sind, ist klar, die müssen unbedingt geschnitten werden. Das müsstet ihr kurz wegignorieren, weil natürlich kann das jetzt auch keine Wunder heilen, das Zeug, aber fürs Feeling, ja, ist es auf jeden Fall tausendmal besser. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, wirklich. Und ja, auch gerade wer Probleme hat mit dem Kämmen oder so, da hilft es auch wunderbar. Ja. Das war es auch schon von mir. Ich versuche nochmal ein Vorher-Nachher-Foto zu schießen. Ja, wie gesagt, solange es noch hell ist. Und dann verabschiede ich mich auch schon von euch. Ja, hier könnt ihr es nochmal alles so sehen. Auch hier oben sehen die wieder viel, viel gesünder aus. Und seht ihr das? Ich habe nicht mehr diesen abstehenden Spliss. Das wollte ich auch nochmal ganz kurz dazu erwähnen. Und es ist nichts in meinen Haaren. Kein Haaröl, keine Glättung, wie ihr sicherlich seht. Gar nichts. Es steht auf jeden Fall hier kein Mini-Haar mehr ab. So, wisst ihr, wie ich meine? Wenn man so viel Spliss hat, das war ganz schlimm nach der Färbung bei mir. Das hat auf jeden Fall geholfen. So, lichtlang schnacken, es reicht. Ich verlinke euch noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!